Liebe Sylvie Pegesa, liebe Grit Langbein, lieber Andrea Brandt, liebe Frau des Eritreischen Frauencafés, es ist für mich eine Ehre, dass ich heute den zweiten Hartl-Sütücü-Preis als Stifterin übergeben darf. Und ich freue mich sehr, dass ihr unter vielen anderen tollen Initiativen dafür ausgewählt worden seid. Mit eurer vorbildlichen Arbeit leistet ihr einen sehr wichtigen Beitrag für eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen, in eurem Fall von geflüchteten Frauen aus Eritrea. Denn es ist mehr als notwendig, dass wir Frauen über die bestehenden Angebote rechtzeitig und richtig informiert sind und uns gegenseitig unterstützen. Ich als Frau und insbesondere als migrantische Frau kenne die Probleme, denen wir ausgesetzt sind, wenn wir die Strukturen unserer Gesellschaft nicht ausreichend kennen. Umso mehr sollte die Arbeit wie die des Eritreischen Frauencafés Anerkennung und Wertschätzung erfahren. In diesem Sinne gratuliere ich euch herzlich zum zweiten Hartl-Sütücü-Preis, danke euch vielmals für euer Engagement und wünsche euch weiterhin viel Erfolg und Kraft. Mit meiner Solidarität und die des TBB könnt ihr jederzeit rechnen. Herzlichen Glückwunsch! Ganz herzlichen Dank für den Preis, den wir beim schönsten Sonnenstrahlen entgegennehmen können. Passend, Wetter und Preis. Wir freuen uns total darüber. Es ist eine sehr, sehr schöne Anerkennung für unser Projekt und für die Frauen. Das Projekt ist eine Herzensangelegenheit für uns und lebt von den Frauen und ihrer Stärke und der Inspiration. Und wir wünschen uns für die Zukunft vor allem mehr Sichtbarkeit und dass wir diese Arbeit immer weitermachen können und PolitikerInnen Strukturen schaffen, damit das fortbestehen kann. Dankeschön. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Liva. Ich bin in diesem Frauencafé über 2 Jahre und ich finde es toll. Wir machen hier sehr viel. Beispiel, wir lernen jeden Mittwoch 2 Stunden und wir gehen manchmal in Museum und wir machen auch einen Workshop über Thema, Beispiel über Thema Beschneidung und so weiter, sehr viel. Und ich lerne von diesem Frauencafé sehr viel. Ich bin alles in diesem Frauencafé gekommen, bin ich ganz anders geworden. Ich hatte Confidence, ich kann, was ich will, sprechen. Vorher war nicht so. Und ich finde es sehr, sehr schön. Ich kann nicht beschreiben, wie ich das finde. Ich komme aus Eritrea. Ich bin seit über 3 Jahren in diesem Gruppe dabei. Und ich finde es schön, dass wir diese Gruppe da machen durften und dass es auch noch diese Gruppe gibt. Ich habe mich auch dadurch sehr viel entwickelt, vor allem die Motivation. Und wir haben auch viele Workshops gehabt, zum Beispiel zum Thema Beschneidung, zum Thema Verhütung. Dadurch haben wir auch sehr viel gelernt und viele Frauen haben vieles erreicht.